Ich bin Katrin Sobota-Heideck und habe ein Buch geschrieben über Menschen, die erzählen, wie sie ihre Sucht bewältigt haben. Das sind literarische Porträts über Menschen, die davon ausgehen, dass sie es geschafft haben. Die haben also einen Weg hinter sich gebracht, den sie reflektieren können. Das ist ganz wichtig. Sie können und wollen darüber erzählen. Und ich schreibe mit Respekt und auf Augenhöhe über diesen Weg, den sie gegangen sind. Das Buch ist aufgebaut in 20 Kapitel, wahrscheinlich strukturiert in die einzelnen Suchtarten, mit denen ich mich beschäftigt habe. Das sind Alkoholiker, Spieler, Drogenabhängige, ein Nikotinsüchtiger, Kaufsüchtige, Sexsüchtige und im speziellen Fall noch Heroinabhängige aus der Schweiz. Und ein Experte. Einen Experten habe ich auch, einen Mediensuchtexperten, den ich genauso porträtiert habe wie die Süchtigen selbst. Jede Geschichte ist für sich eine eigene und bis zu dem Punkt aus der Gosse bis zu dem Punkt, wo man sagen kann, ich habe es geschafft. Den Weg habe ich nachgezeichnet. Weil eine Suchtbiografie fast immer also ein literarisches Potenzial in sich hat. Und dieses literarische Potenzial, das liegt dann vor mir, wenn jemand seine Geschichte erzählt hat und ich kann es nutzen. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Die Geschichten sind so ergreifend und es sind wirklich Geschichten, die es zu erzählen lohnt und die auch verdichtet werden können, was ich ja gemacht habe, und erzählbar gemacht werden sollten. Auf jeden Fall. Das sind alles Suchtkranke, die aus dieser Sucht raus wollen. Die spielfrei oder trocken sind, die viele Schritte geschafft haben, aber sich dessen bewusst sind, dass es immer eine Rückfallquote gibt und die ihren Stand halten wollen. Natürlich möchte ich den Betroffenen eine Stimme geben. Süchtige haben oft keine Lobby in der Gesellschaft, weil auch zu wenig bekannt ist und weil sie selten die Chance haben, ihre Geschichte zu erzählen, ihren Weg zu erzählen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist meine Botschaft: Wenn ein Betroffener oder ein Angehöriger oder einfach ein Interessierter das liest, dass er einfach sieht, man kann diese Schwellen, die kann man nehmen. Ich würde mich freuen, wenn mein Buch Mut macht.